2009 Aufnahme WWE Supercard. Ja, morgen ist noch meine Fusion fertig. Dann haben wir noch, ja, Bray Wyatt habe ich als Pulgar, Brock Lesnar habe ich aus dem Gratis-Pack gekriegt, habe ich aus dem Ring-Dominic-Event gekriegt, Triple H aus dem Ticket-Pack. Dann habe ich noch Shelton Benjamin heute aus dem Ticket-Pack gekriegt und ja, Cesaro aus der letzten Fusion. Und ja, meine Belohnungen sind da. Für die Elimination Chamber. Ich habe ein bisschen gespielt. Zwei nur. Oh je. Ja, die Eier sind schon stark. Ich könnte zwar das Haus noch 18 kaufen, werde ich aber nicht machen. Ich werde nämlich auf, ja. Um hier drei bisschen Karten zu funktionieren, ist auch nice. Ich werde nämlich auf, ja. Ich werde mich jetzt auf die Gaffi-Karte gehen beim PvP-Modus. Noch die zwei auf dem Entwicklungsladen, aber scheiß drauf. Ist jetzt nicht so schön, das zeigt immer am Anfang. Also ich könnte jetzt leider so holen, werde ich aber nicht tun. Weil für 4200 kann ich mir einen Yoru Rush holen und das werde ich machen, weil der ist gaffig und ja, der wird mich halt ein bisschen weiterbringen in meinem Top 8 Deck. Der wird mich mindestens, sage ich mal, vielleicht auf Goya plus bringen. Da wird nämlich auch Seth Rollins rausfliegen und vielleicht versuche ich auch diese Woche bei der Road to Glory noch, ja, die Grafik zu holen. Da hätte ich nämlich dann zwei und das wäre noch besser. Und vielleicht kriege ich hier mal aus der Fusionskammer endlich mal eine SummerSlam 18 Pro. Weil ich habe hier eine SummerSlam 18 am Start. Und ja, Team Battleground sieht leider ein bisschen schlecht aus, aber naja, Hauptsache die Battle Points. Team ist ja auch auf WrestleMania 30++ aufgestiegen. Ich guck gleich mal, wie viele Battle Points wir da kriegen. 625 leider. Naja, müssen wir halt hinnehmen. Kann man halt jetzt nichts machen. Hauptsache ich krieg bald mal das Neon Pack zusammen und dann hole ich mir das Neon Pack und dann, ja. Wir hatten wir eine schöne Neon-Karte haben. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute.